Welcome back, Freunde der solaren Selbstversorgung. Nicht an Quatschen machen. So, ich habe ja diesen 48 Volt Block mir selbst gebaut. Mit so Blechschienen. Eine 2 P4S Verkabelung realisiert. Ja, sagen wir mal so. Mir wäre es auch recht, wenn die ganze Produktion von Akkus, Paneelen, Wechselrichter, wenn das in Deutschland oder in Europa oder in Österreich stattfindet, weil sonst sind wir ja komplett abhängig von China. Und irgendjemand muss jetzt wohl langsam mal DIY kopieren, damit wir da einfach auch mithalten können. Und natürlich, wenn das Ding dann 1, 2, 300 Euro mehr kostet, die Leute kaufen das dann trotzdem, wenn es tatsächlich made in Germany ist und nicht nur relabelt. Ja, das ist wirklich krass. Also, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt einen Hersteller von Solarprodukten, tatsächlich auch so 12 Volt, kleine Laderegler, die auch qualitativ hochwertig sind, auch ordentliches Geld kosten, wirklich auf dem Victron-Niveau, die dann aber ein relabeled Chinese nehmen beim 48 Volt und 5000 Watt System. Da habe ich irgendwie kein Verständnis dafür. Und dann Wahnsinnspreise verlangen, also obwohl es genau das gleiche ist. So, was machen wir noch? Wir machen einen kleinen Vergleich, ob diese Geräte gleich messen, ob die irgendwie mehr können, weniger können von der Handhabung, von der Bedienung. Also hier überall hat man dieses Drehrädchen. Dann ist er hier im AC, dann muss man erstmal auf DC gehen. Bei dem drehen wir halt zack, 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 zack. Auf DC. Schauen dann mal, ob der chinesische Kollege, wo wir schon auf Holz sind, das korrekt gemessen hat. Ja, fast, würde ich sagen, oder? 12,965, 12,98. Hold it, Buddy. So, was sagt der andere hier? Die Zelle 1. 12, ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, ob man da jetzt, yeah, wo auch fast gleich. So, hold. So, hold. Gut. Was sehen wir jetzt hier? Im März wurde die Zelle gemessen mit 12,98. Das ist in diese AGM. Quad Power, 12 Amperestunden, insgesamt 96 Amperestunden, der ganze Block. Wurde gemessen mit 12,98 und 23,2. Und es ging quasi darum, okay, driften die Zellen ohne Balancer massiv auseinander bei der 2P4S-Verkabelung oder eben nicht. Und so wie es aussieht, wir haben genau 12,97, 12,98, 12,9. Ja, lassen wir auch noch als 7 durchgehen, oder? Die Impedanz hat sich etwas erhöht. Wenn man diesem Gerät glauben möchte, gehen wir nicht weiter zur nächsten Zelle. Ja, wie gesagt, also es geht ja quasi darum zu klären, braucht man einen Balancer oder brauchen wir keinen Balancer? Und ja, also hier ist die Impedanz ist quasi genau, ziemlich genau gleich geblieben, wenn man diesem Gerät glauben mag. Und messen tut es 0,02 Volt, 0, ja, 0,1, also die liegen alle ziemlich genau beieinander. So, ist die Zelle Nummer 3. Der misst wieder 0,01 Volt weniger wie der Benning. Und der noch wieder ein bisschen weniger, 25 Ampere Milliohm Impedanz Nummer 3. Das heißt, er hat auch die Impedanz 1,1 Milliampere zugenommen. Und ganz witzig, also sind jetzt genau 80 Tage seit diese Batterien und die Batterien waren neu in Betrieb gegangen sind. So, die Zelle Nummer 4. Also, ich schreibe jetzt, glaube ich, immer die Werte von dem hier auf, weil der liegt so hübsch dazwischen. Zelle Nummer 5 hat sogar an Impedanz abgenommen. So, das war die letzte, 12,86 Volt. Angeblich 28,4 Mikro. Ohm Widerstand. Mikro. Milliohm oder Mikro. Okay.
Was sehen wir jetzt hier? Also in 80 Tagen das ist wieder die erste Zelle, also ihr habt die erste Zelle jetzt nochmal gemessen. In 80 Tagen Spannung ist genau gleich, die Impedanz der ersten Zelle ist hoch, zweite Zelle fast gleich, dritte Zelle hoch um ein. Also das sind Milliohm, Mikroohm wäre so ein griechisches U und vermutlich noch 1000 mal kleiner die Einheit da. Also Milliohm. Erste Zelle etwas mehr Milliohm, zweite Zelle fast gleich, dritte Zelle etwas mehr Milliohm, viel mehr Milliohm, sogar weniger Milliohm. Mehr Milliohm, mehr Milliohm, mehr Milliohm. So, dann vom Drift her, sagen wir mal, waren sie 0,03 Volt auseinander. Anschließend waren sie 0,18 Volt auseinander. Da waren sie 0,16 Volt auseinander, oder? Und da sind sie jetzt. Ah ja. So, sorry, der Aufschrieb ist jetzt ein bisschen wild. Also, am 11.12. Zeitpunkt A hatte Zelle 1 und 2 einen Unterschied von 0,03 und im Zeitpunkt B, 31.05, 80 Tage später, sind es 0,18 Volt. Also schon, ja, ordentlicher Drift zwischen 1 und 2. Da unten ist es ein bisschen hübscher zu sehen. Also hier hat sich gar nichts getan zwischen 5 und 6. Null Drift. Zwischen 6 und 7 etwas mehr Drift und zwischen 7 und 8 auch etwas mehr Drift, aber nicht viel. Da oben etwas mehr Drift, also der maximale gemessene Drift war 0,18 Volt. Ja, was ist jetzt die Conclusion? Braucht man einen 48 Volt Balancer oder brauchen wir keinen? Was meint ihr? Power off.